Hallo, ich bin Samantha und ich möchte dir etwas erzählen. An einem Samstag war ich mit Tante Boasa in der großen Küche und habe mit ihr Karotten geschält. Die Karotten waren ganz dreckig von der Erde. Aber immer wenn wir die Schale weggeschält haben, da kam darunter die schöne orange Karotte hervor. Dann ist mir plötzlich etwas eingefallen. Die braune Schale ist wie mein Ego. Das ist für alle nicht schön. Immer wenn ich ein bisschen von meinem Ego wegschäle, dann ist es danach richtig schön. Jetzt erzähle ich dir ein Beispiel. Am nächsten Morgen war Sonntag. Dann habe ich gedacht, dass ich auch ein bisschen von meiner Schale wegschälen kann. Dann habe ich einfach für alle das Frühstück getischt und habe es ganz schön gemacht. Das hat mir so richtig Freude gemacht. Und auch Mama und Papa, die Geschwister, hatten so Freude. Immer wenn ich ein bisschen von mir abgebe, dann ist es wie bei der Karotte, wo ich die Schale abschäle. Danach wird es ganz schön. Willst du das auch mal versuchen? Dann viel Spaß. Tschüss.